Simon hier von Lauf des Lebens. Heute bin ich hier in Wörgl, Tirol. Hier gibt es die erste Doppel-Looping-Wasserrutsche der Welt. Und wenn ich schon mal hier bin, schaue ich mir das natürlich gerne an. Um zum Start der Rutsche zu gelangen, muss man einen 25 Meter hohen Turm besteigen. Und dann wird es wirklich ernst. Der Bademeister gibt einem noch Instruktionen mit. Also man soll eine hohe Körperspannung beim Rutschen haben und gerade wie ein Brett sein. Denn nur so bekommt man den nötigen Speed, um den Looping auch zu schaffen. Ja, als ich da auf dieser Falltüre gestanden bin und dann der Countdown runtergezählt hat, das war der einzige Moment, wo mir ein bisschen mulmig zumute war. Aber als sich die Falltür geöffnet hat und dann 14 Meter freier Fall gekommen sind, ja, anscheinend hat man einen Topspeed von bis zu 65 km/h und da bleibt natürlich keine Zeit für Angst, da gibt es nur noch Adrenalin. Und man braucht auch keine Angst vor dem Looping zu haben, denn falls man den Looping wirklich nicht schafft, dann gibt es immer noch einen Notausstieg, wo dann die freundlichen Rutschmeister auch wieder raushelfen.